Oh, oh Leute, der Regen wird stärker. Ich sehe es in meinen Augenwinkeln. Ich werde nervös. Ich bin ein Kotogo und mein Name ist Demo und willkommen zum nächsten Vlog. Wir sind hier heute in Koblenz und warten jetzt schon seit gefühlt circa 2 Stunden. Die Fahrt war extrem angenehm, denn Sefi hat mich mitgenommen per Auto, denn mit der Bahn wäre ich wahrscheinlich so 2 bis 3 Stunden gefahren, kommt halt drauf an. Hier unten ist eine Wahnsinnshitze. Ich freue mich gleich hochzugehen und endlich mal wieder ein bisschen frische Luft abzukriegen. Schade, dass Eule nicht da ist, aber mir wurde halt damals gesagt, dass ich hier quasi noch den letzten Platz mitgekriegt habe. Der Suitwalk war halt schon fast voll. Und an der Stelle auch nochmal danke an Inuki, dass er mich eingeladen hat, dass ich hier sein darf und so viele neue Flufs kennenlernen darf. Und gleich werden wir euch mal ein paar von denen vorstellen. Mal gucken, wer sich traut und wer Lust hat. Also erstmal, wie ist dein Name? Mamoru. Welche Spezies bist du? Wolf. Wie lange hast du den Suit schon? 4 Jahre. 4 Jahre? Selbst gemacht oder gekauft? Selbst gemacht. Gibt es noch sonst irgendwelche interessanten Fakten über dich? Ich habe Jahre auf Personen und ich bin für jeden Spaß zu haben. Okay, perfekt. So, Leute, es geht hoch. Wir begeben uns als Suitergruppe Richtung nach draußen. Das geht. Auch ein Klassiker, Freunde. Der Aufzug ist immer kaputt, wenn man suitet. So, Freunde, jetzt zeige ich euch mal die Suiter vom Suitwalk in Koblenz. Zumindest die, die schon mal angezogen sind. Ein paar sind noch unten. Und, oh ja, Gruppenkuscheln. Ein paar sind noch unten. Hallo. Wie heißt du? Ich bin als Aso in Koblenz. Und du bist Tech. Wie sind Sie? Welche Spezies bist du? Ein grüner Wolf. Ich bin ein Löwe. Er ist ein Dachi. Er ist ein Dachi? Ein Reh. Ein Reh. Aber was machen die spitzen Zähne da? Das ist, weil ich halb Wolf bin. Ah, ein Hybrid also. Also bist du nicht das... Der Wolf im Schafspelz, sondern der Wolf im Rehpelz? Genau. Okay. Wie lange hast du den Suit schon? Oh, den habe ich kurz vor Corona. Das war seit März. Seit März. Den habe ich jetzt 2 Jahre. 2 Jahre. Ja. Suit gekauft oder selbst gemacht? Selbst gemacht. Boah, Respekt. Honchne Party Creations. Ja. Und auch noch ein paar Einzelteile. Von Neko, sehr schön. Nie gekauft bei Feta, also Schnee Party Creations. Ah, Schnee Party Creations, sehr schön. Selbst gemacht. Boah, selbst gemacht, meinen Respekt. Die waren 3 Wochen. Drei Wochen? 3 Wochen. 3 Wochen für den ganzen Suit? Ja. Boah, Leute, ihr seid alle zu schnell. Ich hänge Jahre an Suits und ihr einfach in 3 Wochen, in ein paar Monaten. Gibt es sonst noch irgendwas Wichtiges zu dir zu wissen? Fähigkeiten, Charakter, irgendwas? Können wir gerne auf Instagram folgen. Ich heiße Queen, sie die Queen Wolf. Stimmt, hast du eine Badge, wo das draufsteht? Leider nicht. Er ist grün? Ja. Er ist schwarz? Ja. Er ist weiß? Ja. Und ich hätte gerne einen Fullbody. Ah, ja. Das sieht man generell so. Wisst ihr, Freunde, Eule wird sich jetzt sehr freuen, dass hier eine andere Katze ist. Hallo.
Schau mal, ich bin ein Riesenfan bei deinem YouTube-Kanal. Oh, danke schön. Das ist so geil, deine Videos. Also, well, übrigens, Freunde, ich finde es mega cool, dass Sefi auch im Kigo unterwegs ist. Es gibt viel zu wenig Shooter mit Kigos. Mann. Und übrigens, Randnotiz für euch. Ich habe sehr viel Fursuit-Vlogs gesehen, das wisst ihr ja wahrscheinlich. Und dein Suit habe ich so oft gesehen, wo ich mir immer dachte, ich möchte dich endlich mal so in echt treffen. Ja, ist... Cameraception, eine andere GoPro. Nein. GoPro Boop! Ist das nicht Premium-Qualität, Leute? Wie heißt du? Ich bin Jake. Okay, was für eine Spezies ist deine Persona? Ich bin ein Waschbär. Ein Waschbär? Warte, hast du eine Badge? Ich sehe es gerade nicht. Ja, hier. Stimmt, gibt es noch irgendwas zu dir zu wissen? Stimmt, was ist das für eine Kamera? Ah, ich sehe Sony. Eine Kamera. Moment. Ihr wisst, Leute, bei Kameras bin ich immer dabei. Ich liebe Technik. Das ist eine Sony Mavica. Das ist eine Kamera, die auf Diskette speichert. Ich kann euch hier einmal zeigen. Einmal auf. Und. Oh, richtig oldschool. Lol, jetzt geht's doch los. Und wie immer, meine lieben Freunde, das gleiche Problem. Zu viel Interviews gemacht und der Akku ist schon halb leer. Es ist immer das Gleiche. Ich nehme euch dann gleich nochmal mit. Wir gehen jetzt wahrscheinlich da irgendwo in die Einkaufsstraße. Und wenn wir beim ersten Fotospot sind, ihr wisst es, Freunde, dann melde ich mich nochmal. Mal wieder ein Hund am Bellen, aber guckt einfach mal, wie schön dieses Gebäude aussieht. Wahnsinn. Denn ihr müsst wissen, Leute, ich war noch nie in Koblenz. Ihr wisst ja, ich suite immer irgendwo rund um Köln, meistens NRW, weil die anderen Bundesländer einfach zu weit weg sind. Alles gut. Meine Zunge hat sich gerade an meiner Kamera verhangen. Stimmt, über kurz oder spät brauche ich noch wahrscheinlich einen Porsche Marshot von dir, wenn du da schon so viel. Sehr gerne. An die Zähne und die Zunge setzt. Sehr, sehr gerne. Leute, ihr wisst es, die Kamera ist immer an, wenn ich Graffiti sehe. Ihr wisst, ich liebe Kunst. Vor allen Dingen in Köln gibt es ja unendlich viel Graffiti. Und vor allen Dingen, wenn es schön ist, wenn es nicht diese hässliche Kritzelschrift ist, da bin ich immer dabei. Immer dabei. Wo sind wir denn hier gelandet? Kirchenturm? Kirche? Oh, guck mal. Gleiches Muster. Kuhhund und Kuh. Wie heißt du? Hinkasma. Welche Spezies bist du? Ich bin ein Drache. Wie lange hast du den Suit schon? Den Suit habe ich... Ich umarme mal unter deinem Flügel, um den mal zu stützen. So, Drachen, Leute. Ende 2020 war das, glaube ich. Ende 2020. Ich habe auch diesen Prozess gesehen bei Ferneco. Es ist ein wunderschöner Suit. Einmal festhalten, guckt euch diese Muster an. Leute, jeder Fursuit-Maker würde seine Seele verlieren, der solche Muster macht. Aber Ferneco hat es durchgezogen. Okay, ich muss dich kurz unterbrechen. Wo ist die Orga? Es fängt an zu regnen. Oh. Ja, ich sehe gerade Tropfen.
eine Stufe. Ja, was machen wir mit dem Regen? Es fängt gerade an. Ja, ich habe Schirm, einen Schirm. Okay. Leute, ihr wisst, ich möchte ungern nass werden, denn ich werde bis zu 12 Kilogramm schwer. Cool. Ja. Ich weiß das bei mir noch nicht. Ich werde auf jeden Fall so schwer, dass man mich nicht mehr transportieren kann. Natürlich mache ich so eine Scheiße. So, komm einmal durch. Wie ist dein Name? Ich bin der Arka. Okay. Welche Spezies ist deine Persona? Meine, ein Rothund, auch Dole genannt. Ah, oh, Rothund, voll schön. Auskleben. Alles okay. Oh Gott. Okay. Gibt's noch irgendwas zu sagen? Ja, deine Zunge ist... Nee, da unten kommt die nicht dran. Das müssen wir gleich bei, oh, müssen wir gleich bei der Pause regeln. Okay, dann behalte ich die Sülle. Behalt die einfach mal als Geschenk. Du siehst so cute aus. Willst du dich einmal drehen, dass man dein ganzes Suit sieht? Ah, oh, mega schön. Natürlich, sehr gerne. Kein Problem, noch einen schönen Tag. Circa eine Stunde unterwegs, sind wahrscheinlich so an die 1,5 Kilometer gelaufen. Mussten abbrechen, weil es vielen zu warm geworden ist. Es war heute tatsächlich, oh, Tatze falsch herum. Es war ein cooler Fursuit Walk. Ich freue mich auf den nächsten Koblenzer und hoffe, dass mich Sefir dann auch wieder mitsnackt, weil die Fahrt mit den Öffis tatsächlich zu weit ist. Ja, es hat mega Spaß, viele von euch, Spaß gemacht, viele von euch, whoops, viele von euch kennenzulernen. Ich freue mich definitiv aufs nächste Mal und hoffe, dass es dann ein bisschen kühler ist, weil es war echt viel zu heiß heute. Und naja, ich würde sagen, vielleicht sieht man sich ja wieder bald im Wald und ich sage ciao. Abfallpapiere bitte, ne? Ciao. 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 Ciao.